So, YouTube. Hallo, und herzlich willkommen zu Work and Resources. So sieht's aus. Wir sind gleich wieder da. Nein, wir sind schon wieder da. Ich habe hier noch eine Historic Town Hall gesetzt. Gefällt mir jetzt so vom Platzieren nicht. Ich dachte, ich baue hier so einen kleinen Park. Aber dann ist mir aufgefallen, was wichtiger wäre, was wir lange nicht gebaut haben, ist eine Kirche. Ja, auch die da hinten haben ja keine Kirchen. Die haben erst die da. Aber hier fehlt auf jeden Fall eine Kirche bei der Größe der Leute langsam. Und bevor wir das hier auch machen, planen wir das doch mal. Auch mit der Autobahnauffahrt. Weil dann wissen wir, wie viel Platz wir haben, was wir da in Kirche machen können. Also grundsätzlich wollen die hier abfahren. Und jetzt machen wir es wieder wie vorher. Wir machen den Parallelmodus an. Jetzt machen wir ihn aus. Dann kommen wir raus. Und das gleiche, wir haben ihn aus. Dann machen wir ihn an. Dann kommen wir rauf. So. Das gleiche hier. Und das ist blöd. Ich kann von hier nämlich nicht raus. Man kann nur rauf. Müssen wir es vielleicht ein Stück schieben. Das Ding muss nochmal neu gemacht werden. Ja. Auf der Höhe. Und direkt ran. So. Jetzt ist der vielleicht ein bisschen kurz geraten. Und dann könnten die theoretisch da so zusammen hinlaufen. Aber das wollen wir eigentlich ja nicht. Ich will die ja theoretisch eher getrennt laufen lassen. Das heißt, die kommen hier raufgefahren von hier hinten. Ja, vielleicht genau so. Wobei das ein Problem ist, weil das ja keine zweispurige Straße ist. Oder ist das... Guck mal, habe ich das hier auch so gemacht? Hier habe ich es nämlich nicht so gemacht. Ich glaube, das würde zu Problemen führen. Deswegen Parallelmodus aus und so ran. Sehr gut. Und die wollen ja abfahren und das können sie dann irgendwie hier machen. Aber vielleicht einfach hier so rauf. Okay, dann können die hier rauf und die können abfahren. Und wie wir es auf der Seite machen, wissen wir ja noch nicht. Deswegen sagen wir hierbei aussetzen. Und Kies soll das auch bekommen. Dann haben wir den Platz für eine wunderschöne Kirche frei. Und da könnten wir jetzt echt eine historische nehmen. Die Barockkirche. Die passt hier, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Ansonsten hätten wir noch so eine ganz kleine. Die wäre zu klein, nicht? Die auch. Die Türme passen, glaube ich, nicht so. Die ist aus Holz, die passt nicht ganz. Die ist vielleicht ein bisschen zu... Ich finde die nicht hübsch einfach. Ich glaube, die ist einfach nur falsch proportioniert. An sich ist das eine gute Kirche. Aber irgendwie... Weiß nicht, so wirkt nicht echt. Die ist super mini. Der Dom. Den würde ich mir aber eigentlich für einen schönen Platz noch aufheben. Das würde hier nicht so passen.
Das ist mir zu modern, nicht so die arktische. Die St. Michaelis ist ein bisschen sehr groß. Ein Graveyard könnte man diesmal mitbauen. Noch eine kleine Wooden Church, würde auch nicht passen. Orthodoxe Kirche klein, auch nicht. Ein Dom, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Noch eine kleine, noch eine Large Cathedral, zu viel. Die Barockkirche, die größere. Da hinten haben wir aber schon die, die kleine davon. Das... Nee, das ist nicht die hier. Das heißt, die hier... Ist das dieselbe wie die andere Barockkirche? Wo waren die? Wie die hier? Nee, das ist eine andere. Die sieht so ein bisschen österreichisch aus. Und die mehr orthodox, nicht wahr? Die würden beide halt hier hinpassen. Schön neben das Krankenhaus mit Friedhof. Ich glaube, ich nehme die andere. Die ist ein Ticken kleiner. Wo ist sie? Und die spiegeln wir. Dann sind nämlich die Laufwege auf der richtigen Seite. Und ich hoffe, da kriege ich den Weg jetzt mank. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr eng. Nö. Doch. Scheiße. Okay, also die Kirche ist ein bisschen unproblematischer. Oh, und wir müssen Wasser und Abwasser planen. Okay, die Kirche muss ein Mikron nach hinten. Barocke Kirche. Gespiegelt. Vielleicht gegenüber. So vielleicht. Okay. Dann kommt man da auf jeden Fall auch ran. Vordereingang hierhin. Und eigentlich baue ich gerne bei den Kirchen, Dings drumherum, Zäune, aber das hier ist echt zu eng. Und der Müllplatz kommt auch nicht an die ran, oder? Zum Krankenhaus, ja. Okay, wir brauchen eh einen Müllplatz, haben wir gesagt. Der könnte hier zwischen die Autobahn auf- und abfahrt. Ah, okay. Ist... Oder hier hin, fände ich nicht so geil. Dann eher zur Polizei, aber da würde er nur die Polizei erreichen. Weil die nicht verbunden sind. Okay. Ungünstig. Dieser Heli. Okay. Jetzt sind sie gerade ein bisschen leiser. Der Müllplatz hier hinten würde die da vorne erreichen. Aber das wäre ja stark. Nur die Polizei erstmal nicht. Ja, das wäre wichtig. Da hätten die alle Müllplatz. Die hätten Müllplatz, nur du nicht. Du kriegst dann hier später Müllplatz mit denen zusammen. Das ist okay, damit kann ich leben. Wichtiger sind die Wohnhäuser halt damit zu versorgen. Und hier vor wollte ich dann so ein Graveyard sowas machen. Oder vielleicht auch einfach einen Brunnen. Wir haben so viele Brunnen zwischen. Mein Graveyard oder sowas als Alternative wäre vielleicht gar nicht verkehrt hier. Small Graveyard. Ja. So. Direkt vor die Kirche. Am Krankenhaus. Was soll da schon schief gehen? Wir könnten hier so einen kleinen Springbrunnen
vielleicht. So als Friedhofsspringbrunnen. Wow. Auch wenn da eigentlich gar keiner hin will. Und dann machen wir daraus einen schönen Platz wieder. Vielleicht noch ein paar Blömmchen. Okay. Also, wir haben die Polizei. Wir haben Kindergarten. Wir haben ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kommt weiter hinten, eine große. Dem fehlt jetzt noch ein bisschen Kultur. Ein Pub haben die? Nee. Oh, das Restaurant ist auch Fleisch. Shit. Ja, okay, dann ist es nur visuell da. Kacke. Ah, warte mal, dann du bist, hast aber alles, oder? Okay, ja. Dann brauchen wir ja doch noch eine Kneipe hier hinten. Oh, die Kneipe hätte ich hier mit dran machen können dann. Ah, naja, gut. Ich glaube, aber wir haben keine schöne historische Pipe außer... Pipe. Pub außer diese Sommer-Pub. Finde ich nicht so hübsch. Oder den Bierpalast. Aber der braucht eine Straße. Aber der würde schon in die Ecke hier so passen, der Bierpalast. Kriegt er die Wege ran? Ich hoffe. Ja, geht. Und wir bräuchten, das haben wir noch gar nicht gebaut, diese Unterführung hier. Zum Bahnhof rüber. Das Gute ist, der hat hier einen Ausgang. Das heißt, wir könnten das hier setzen und hier zum Beispiel... Das Gegenstück, theoretisch, wenn dann Platz gewesen wäre. Ja, am Anfang habe ich hier Platz gelassen, am Ende nicht mehr. Bin auch ein Trottel. Ja, ansonsten muss es irgendwo hier hinten rauskommen. Weil das ist schon ziemlich weit. Dazwischen geht nicht. Hier ginge noch. Aber bis da drüben. Okay, dann will ich das Ding da nicht haben. Ah, das ist ärgerlich. Ich hätte gedacht, der Platz hier reicht. Komm. 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 Ja, noch ist die Polizei nicht gebaut, oder? Okay, wir könnten die Polizei noch einmal abreißen. Und ein Stück... runtersetzen. Die da war's. Achso, da ist der Weg noch. Das sieht nicht gut aus. Das auch nicht. Zum Glück haben sie das hier noch nicht angefangen zu bauen. Dann können wir
mal ganz leicht nicht vorbei. Ah doch, so. Geht doch. Ja, und wo das hin soll, das ist eigentlich Quatsch, das Ding hier hinten gerade. Und dann hier der Übergang direkt dorthin. Und da dahin. So. Und jetzt müssen wir unterirdisch die Wege miteinander verbinden. Ich glaube, da brauche ich Tunnel. Fußgängertunnel, Fußgängerbrücke, Ausgang-Fußgängerding. Pergola. Aha. Fußgängertunnel. Da. Dem Fußgängertunnel. Dann kommen die da drüben hin. Der geht so daran. Und der so. Und von dort kann man noch nach da direkt. Und von dort nach dort. Oh. Forschungen sind auch langsam alle abgeschlossen. Du warst... Du musst noch angeschlossen werden. Du nach da. Und nach da. Okay, dann können die sich hier auf jeden Fall gut bewegen, überall hinkommen. Ohne die Straße später zu blockieren. Und dann haben wir da noch ein paar andere Aspekte. Autobahnabfahrt dann auch schon fertig und Auffahrt. Sehr gut. Das Game macht mich schwach, sagt Don Öko. Ich baue eine Flagge mit 0,8 Tonnen Beton und einer Stange Stahl und komme mit dem größten Bagger an, den ich im Lager habe und noch einen LKW braucht. Ja. Aber das liegt daran, weil du keinen kleineren LKW hast, sondern nur den großen. Wenn du einen kleineren kaufen würdest, würde das, glaube ich, eher sinnvoller aufteilen. Aber möchte ich auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Eieieiei. Bus ist schon ein starkes Stück. Noch reichen unsere Wohnungen. Hier sind ja noch 50. Hier sind noch 100 Wohnungen übrig. Ah, das habe ich nicht gesehen, weil das hier voll ist, nicht? Aber da ist ja noch ordentlich Platz. Also ordentlich. Also gerade so, aber... Die anderen sind alle voll. Und Wasser dürfte auch kein Problem weiter sein. Kann ich exportieren, sehr gut. Du bist voll und du... Du nicht, weil gerade keiner drin arbeitet. Alles klar. Dann, schon für später, werden wir mal die Route, die hier anpassen. Ihr fahrt nicht zur Wasseraufbereitung, sondern dorthin und dort lasst ihr alle aussteigen. Und zwar nur die Arbeiter und du kommst weg. So. Wir müssen die zwei jetzt ein bisschen laufen. Aber es ist jetzt auch nicht so viel, nicht? Die haben ja einen Weg. Die Haltestelle kriegt einen Namen. In Haltestelle. Spritzbegierde. Nee, Wasserberg. Nee, Quell. Quellmoor. Sehr schön. Das ist unser Quellmoor. Ich habe drei kleine LKW und drei Sattel. Und ein Sattel bringt den Bagger und der zweite die 0,8, der dritte den Stahl. Na, siehst du? Was meckerst du dann? Hm? Ein Wunder, dass sie den Turmdrehkran noch nicht gebracht haben. Kommt auch noch. Also ich muss sagen, inzwischen werden seltener Fahrzeuge gebracht. Sondern eher die Arbeiter. Finde ich eigentlich ganz gut. Ah, das hier ist fertig. Dann können wir das hier mal abreißen lassen. Hier soll nur Treibstoff gelagert werden. Oh, da fährt sogar einer schon über die Autobahn.
Mann. Gut, später wird das ein wunderbares Dreh- und Angelkreuz werden. Oh oh, Busse, die sich... Oh no, oh no, oh no, nicht schon wieder. Wir bauen zu viel, nicht? Okay, wenn wir Glück haben, können wir den wegkriegen. Wir müssen viele auf einmal wegkriegen. Und zwar vor allem die großen. Dann stauen die sich gleich wieder. Hat noch nicht geholfen. Ich glaube, ich muss die hier wegkriegen. Und jetzt hier wahrscheinlich die. Na, der kann nur dahin. Das heißt, der will so oder so abbiegen. Ich glaube, das kriege ich nur durch Laden wieder weg. Naja, okay. Das ist sich totgelaufen. Schade. Hat eine Weile ganz gut funktioniert. Hab keine Arbeiter, die verstecken sich alle erfolgreich. Ja. Dann werden immer die Baufahrzeuge benutzt. Wobei nicht alle Sachen ohne Arbeiter gebaut werden können. Okay. Keine Ahnung, was sich hier in der Sekunde vollgefahren hat. Das kommt auch manchmal, glaube ich, durchs Beschleunigen dann. Hatten wir jetzt gesagt, das hier abreißen? Nee, das hatten wir nicht gesagt. Und hier hinten war aber alles geplant, nicht? Tunnel waren geplant, ja. Okay. Das heißt, da habe ich nichts vergessen aus Versehen. Können. Ah, ich glaube, ich weiß noch, was wir regeln könnten. So, das hier wäre eine Vorfahrtsstraße. Das hier ist eigentlich eine Vorfahrtsstraße und die haben eigentlich Vorfahrt. Wenn wir die warten lassen und hier zu viele Busse kommen, dann stauen die sich gegenseitig. Hier ist so, hier ist so, hier ist so. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ah, das kann auch hier hinten Probleme natürlich geben. Was eine abbiegende. Okay, später vielleicht in die Richtung, aber jetzt erstmal so. So. Okay. Autobahnabfahrt muss im Zweifel warten. Na, hier hinten ist eigentlich egal. Auch abnickende. Und hier ist eigentlich auch Wurst. Hier ist das die Hauptstraße und hier sind die die Hauptstraße. Ah, geht noch nicht, ist noch nicht fertig genug. Und hier ist eigentlich auch Wurst. Könnte auch sein, dass das hier ein Problem ist. Aber es ist wichtiger, dass die rauffahren können. Ich glaube, hier ist auch besser, wenn die rauffahren können und die warten. Dann dürfte das nicht passieren. Jetzt staunen die sich. Okay.
Ja, weil die Baufahrzeuge dazwischen sind. Das ist das Problem. Die sind zu lang. Und dann die Gelenkbusse, die langen. War schon gut, dass ich die kürzeren Gelenkbusse genommen habe. Wenn ich da die ganz lang genommen hätte, wäre es wahrscheinlich nicht besser ausgegangen. Oh! Die erste Arbeitersiedlung ist fertig. Gucken wir uns die doch mal an. Hübscher Innenhof. Ah doch, so ein historisches Viertel hier hinten, schon wichtig. Dann sieht man da eher so den alten Stadtkern und hier dann Neubaugebiete und hier so mittelalt und alte Uni. Das passt schon zusammen. Dass hier wirklich 280 drin wohnen können, ist schon echt krass. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Angst hier bei den Bussen, dass es gleich wieder ein Problem gibt. Jetzt zum Beispiel. Fängt gerade an. Wir können später die Bushaltestelle oder alle Busse hier erstmal hinfahren lassen und das hier komplett neu bauen. Wobei ich nicht glaube, dass das eine sinnvolle Maßnahme wäre. Andererseits müssen hier nicht mehr so viele Busse hin, wenn wir die hier hinfahren lassen. Hier werden dann nur noch die beiden Fabriken da versorgt. Das heißt, weniger müssen hier hinfahren und die Busse fahren zuerst hierhin vielleicht. Und das Problem sind, glaube ich, auch die Stadtbusse, die hier lang gurken teilweise. Und jetzt auch die Baubürobusse. Jetzt passiert's gleich, oder? Noch geht's. Ah, nochmal gut gegangen. So, jetzt kommen die da von unten. Von unten ist okay. Ziemlich nicht das Problem. Oh, staut sich zwar auch, aber da haben wir lange genug Kapazitäten auf der Straße. Nur dieser Kreis ist halt das Problem. Theoretisch müsste das eine Einbahnstraße werden, sodass sie nur rechts rumfahren können. Das wäre noch cool, wenn man nur Abbiegerspuren... Also wenn man die Spuren wie bei diesem Mod TMPE bei City Skylines... Oh oh. Einzeln sagen könnte. Ihr nur rechts, ihr nur links. Und ich glaube, weil die Straße da nicht zweispurig ist. Wenn ich die aus Asphalt machen würde, dann könnten noch Busse links und rechts rauffahren. Aber das zu bauen, wird echt ein krasses Unterfangen. Oh, Krankenhaus fertig. Also auf jeden Fall erstmal weniger. Und wir können einen neuen Krankenwagen reinholen. Welchen haben wir denn? Polen, Polen, Ostdeutschland. Der immer noch bis 91. Ha, warum wohl bis 91? Der bis 98. Den fand ich ganz gut. So. Ah, Trinkwasser. Oh. Trinkwasser haben die, Abwasser haben die, Strom. Stimmt, wir haben Infrastruktur hier komplett vergessen. Da müssen wir uns noch drum kümmern, nicht wahr? Oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Okay, aber erstmal will ich mich hier drum kümmern. Und hallo Pepes Welt. Ja, kann man es denn glauben? Man kann Schilder aufstellen, die PKW und LKW verbieten. Ja, das hilft nur nicht, wenn du nur eine Straße hast, die genau dahin führt, wo die bauen. Dann hilft dir diese
Regelung halt gar nicht. Dann ist es Anlieferungsverkehr und er fährt eher hin, eh dadurch hin. Also von daher würde es mir nicht wirklich helfen. Vielleicht ein LKW, der weniger fährt, aber das Problem sind einfach die Anzahl der Busse, die einfach über diese Station fahren, sind einfach zu viele. Die ist halt an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt, nicht wahr? So, jetzt nochmal richtig. So rum muss das jetzt. Nicht, dass wir uns nochmal verbauen. Aber willkommen und hallöschen. So, das wollen wir eher nach da. Kriegen wir den? Nur in diese eine Stelle? Ich glaube, das könnte von der Straße her blöd werden. Okay, der muss ein Stück runter. So. So vielleicht. Geht das? Wir gucken mal. Das geht. Das geht nicht. Das können wir aber hier abreißen nochmal. Das geht. Okay. Und vielleicht. Ah, hier ist die falsche Straße noch. Ich bin nicht im Parallelmodus. Deswegen geht das nicht. Ich wundere mich die ganze Zeit. Hä, warum macht der das so komisch? Ja, na. Er kann nur gerade abgehen. Nee, ich bin nicht zufrieden damit, wie das steht. Dann doch so. Kann man auf der Hauptstraße nicht nur Buslinien fahren lassen und andere Fahrzeuge verbieten? Dann können die ja außen rum fahren. Ja, wie gesagt, es gibt kein draußen drumherum, nicht wahr, an der Stelle. Die Stadt ist relativ schmal. Und wenn ich halt in der Stadt baue, um eine Umgehungsstraße, also die Autobahn wird ja gerade gebaut, nicht? Wenn die fertig ist, dann könnten die natürlich alternativ nach hier hinten da drüber fahren. Aber die ist ja noch nicht ganz fertig. Wobei jetzt ein Großteil schon steht. Und wenn wir die Ausfahrten zur Stadt als Stadt markieren, dann haben wir auch nochmal andere Sachen. Weil die wollen jetzt alle halt hier hin. Und die Baubüros, die hier sind, die können nur über diese Straße reinfahren. Die könnten natürlich hier oben rüberfahren. Aber das Problem ist eher die Anzahl der Busse, die ich reduzieren muss. Ja, komm, dann machen wir es so. Und das reißen wir ab. Jetzt stehen sie wenigstens richtig rum. Denn ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, also der befüllt den und die liefern hier an. Nee. Drum ist blöd. Oh. Jetzt muss ich den richtigen abwischen. Welcher ist jetzt welcher? Ich glaube, gehörst du zu dem? Ihr würdet anliefern und ihr würdet abliefern. Ja, das ist kacke. Okay, ich kann das nur in eine Richtung machen. Na, Rohre. Hallo, Abriss. Abriss, Rohre. Ah, manchmal backt das noch. Hallo. Abriss. Jetzt hat das. Okay. Also das hier ran, okay. Easy. Aber das hier nervt halt. Eine andere Infrastruktur ist im Weg.
Warum? Du sollst ein unterirdisches Rohr bauen. Was für eine Infrastruktur könnte im Weg sein? Noch ist nichts gebaut. Noch können wir es ändern. Hä? Aber du gehst doch unten drunter damit. Hä? Okay. Ah, wartet, da müssen eventuell Pumpen zwischen, kann das sein? Okay, also das ist zu eng. Das geht so nicht. Das ist blöd. Also sonst haben wir Probleme. Es ist halt dumm, dass die jetzt andersrum stehen. Das ist wirklich nicht gut. Und man kann die halt auch nicht spiegeln, nicht? Ich könnte den vielleicht hier so nach oben kriegen. Und dich jetzt spiegeln. Dann stehst du nicht genau übereinander mit dem. Vielleicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt nochmal mit den unterirdischen Rohren. Also, ihr könntet abliefern. Ihr könntet ranliefern. Würde jetzt gehen. Ihr könntet nicht daran liefern. Okay, also geht nur das. Und ich habe irgendwie Bedenken, deswegen machen wir da zumindest eine unterirdische Einzelpumpe hin. Einfach fürs gute Gewissen. Und dann kann uns nichts erschüttern, nicht wahr? Also uns kann viel trotzdem erschüttern, aber hoffentlich nicht. So, also du von da. Nee, oder? Oh, nee. Du kommst da nicht diesen kleinen Kreis rum. Mann. Guck mal, du sollst da hin. Geht. Geht. Du sollst dahin. Geht. Was macht der? What the? Warum? Worum geht's? Alles klar. Okay. Ein bisschen wirr. Aber so kennt ihr mich ja. Oh nee, Gebäude im Weg. Ich krieg keinen Weg hin. Aber ich meine, es ist nur wichtig, wenn es brennt. Aber ich krieg so oder so den Weg hier nicht ran. Aber dann können wir es nochmal andersrum drehen. Das sind echt immer so Feinheiten. Dann kann ich nämlich auf der anderen Seite direkt rausgehen. So, das passt auch. Dann kann ich hier einfach da direkt an die Versorgungssache rangehen. Hübsch ist anders. Okay, gehen wir von da. Ah, ah. Okay. Ein leichter Knick muss dran sein. Anders geht's nicht. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig gemacht. Hast du eigentlich lauter Modgebäude? Hab die letzten Tage immer mal wieder reingeschaut und viele fremde Gebäude gesehen. Ja, Modgebäude auf jeden Fall. Damit es halt visuell verschiedener aussieht. Da habe ich ganz, ganz viele. Gerade so historische oder Wohngebäude, mit denen man ein bisschen spielen kann. Um so verschiedene
Stylings hinzubekommen. Hier sind ein paar Vanilla-Sachen. Aber zum Beispiel Kirchen gibt es ja gar nicht im Spiel, wenn man so will. Aber die musste ich alle runterladen. Aber da gibt es ganz viele. Das ist zum Beispiel inzwischen drin. Und viele Mod-Sachen kommen halt nach und nach auch dazu rein. Aber manche Sachen fehlen auch. Oder ja, sowas hier zum Beispiel. Gibt dann doch nochmal eine ganz andere Optik. Ja. Ein ganz anderes Aussehen in die Stadt. Und jetzt hier das alte Arbeiterviertel. Das Krankenhaus braucht jetzt auch Treibstoff. Aber da warte ich jetzt, bis wir dahin das Treibstoffdepot fertig haben. Bevor wir da jetzt was machen. Oh, die müssen zwischendurch auch noch sanieren. Das ist zum Beispiel auch so ein Problem. Wenn die hier in der Ecke jetzt sanieren, fahren hier auch viele Baufahrzeuge. Ich hoffe, das geht relativ zügig. Ah, hier, auch fertig. Ah, die Kante ist gut geworden diesmal. Keine Lücke auf jeden Fall. Und keine harte Kante. Passt. Passen auch so an sich gut zusammen. Okay, den könnten wir ja Essen bringen. Essen, Kleidung, Elektronik, Fleisch. Okay. Wir kaufen... Und danach kriegen sie Strom. Aber erstmal kriegen sie Kühlung. Gesamtkapazität. Die großen nicht. Der fährt 80, der fährt 90. Das brauchen wir alles gar nicht. Weil ich nehme hier den... Wie lang ist der? 8 Meter? 8 Meter, 7 Meter, 5 Meter. Der ist 8 und der ist 6 Meter? Das kann ich nicht glauben. Der ist 15 Meter, der doch auch. Die sind gleich lang hier. Also die Längenangaben stimmen manchmal, glaube ich, nicht. Kirchen sollen ja auch absichtlich nicht dabei sein. Die sowjetische Staatsdemokratie war atheistisch. Das soll quasi die Herausforderung sein, dass man Kirchenbedürfnis mit Propaganda über Radio und Fernsehen umherzieht. Den Spruch habe ich schon mal gelesen. Das Problem ist nur, das macht keinen Sinn. Im realistischen Modus kannst du Radio nicht bauen direkt am Anfang. Dementsprechend hast du so unzufriedene Arbeiter unter Umständen, dass du keine Arbeitskräfte kriegst. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ausgeklügelt ist, dieser Gedanke. Insgesamt klingt es logisch, vom Spielprinzip her funktioniert es nicht 100% in dem realistischen Modus. Von daher, ohne Kirchen kriegst du nur so eine schlechte Zufriedenheit, dass wenn du Glück hast, überhaupt mal ein paar Arbeiten gehen. Das weiß ich, weil immer wenn ich Kirchen vergessen habe, ist der Spielstand pleite gegangen, weil keiner zur Arbeit gegangen ist. Und Radio, wie gesagt, kannst du erst bauen, wenn du dann eine Uni hast. Und die kannst du dir am Anfang nicht leisten im realistischen Modus, wenn du mit wenig Geld startest. Von daher... nein. Da müssen sie nochmal ran und nachjustieren, wenn sie die Kirchen nicht drin haben wollen. Bei fertigen Karten, wo vielleicht kleine Dörfer mit Kirchen sind, funktioniert das vielleicht. Aber nicht, wenn man eine eigene Karte spielt. So, da hinten nehmen wir auch hier diesen kleinen, nicht? 5 Tonnen Nahrung, 5 Tonnen Kleidung, 8 Meter, 8 Meter, 10 Meter, nee, 13 Meter, nee. Der hat auch 8 Meter und der schafft weniger. 1, 2, 3, so. Die Verteilung in dem Geschäft hier brauchen wir noch. Ach, und Alkohol. Warte, den können wir gleich mitkaufen. Alkohol brauchen wir noch. Und was hatten wir da immer? 60, 65? 8 und 68, 73. Ah, 7. Hä, ist die Prozentanzeige da oben neu? 27. War das schon immer da? Der Rechner?
Ich sehe den gerade zum ersten Mal. Du brauchst Fleisch und du brauchst Fleisch, nicht? Okay. Wo ist unser Fleischlieferant? Du zuerst. Und du holst dir Fleisch. Und du entlädst hier Fleisch und da Fleisch. Da wartest du bis leer und da entleerst du maximal 50% und starten. Sehr gut. Mir kannst Essen bringen. Nehme auch Kuchen. Ja, du nimmst alles, was? Du kriegst Sägespäne. Mehr haben wir leider nicht im Angebot. Dann Brot. Bei mir hat's geklappt. Ich habe keine Küchen. Hatte Zufriedenheit bei rund 80% und Uni kann man sich gut leisten. Okay, ich habe andere Erfahrungen gemacht auf jeden Fall. Hab immer gleich eine gebaut. Halt die kleine, nicht die große. Ging wunderbar. Sowohl beim LP, das ich hatte, als auch im privaten Spielstand. Also wir haben es mehrfach versucht. Es hat sich nie ausgemehrt. Also wir waren nicht fähig, die Leute großartig da reinzukriegen, wenn du zu wenig Arbeit hattest. Weil das Problem ist, dann hast du nur Leute, die in die Ausbildung gehen und nicht Leute, die arbeiten gehen. Nicht wahr? Erst wenn sie ausgebildet sind, gehen sie arbeiten. Und dann waren sie, weil sie nicht in der Kirche waren, noch unzufriedener. Also kann sein, dass es jetzt im Neuen vielleicht sich ein bisschen anders verhält, weil es ist gefühlt leichter geworden auf jeden Fall. So, du wirst entladen und hier wirst du entladen. ...50% beim anderen alles sehr gut. Weg mit dir. Also und warten bis leer. Ja. Finde ich trotzdem auch generell dann ein komisches Vorgehen, dass man quasi die Uni als erstes bauen muss, damit man die Kirchen rausmerzt als erstes, weil die so ein Problem sind. Ich finde das keine runde Spielmechanik an der Stelle. Also da, nee, das brauchen wir nicht. Da, meiner Meinung nach, müssen sie da auf jeden Fall, wenn sie das so haben wollen, nochmal dran schrauben. Bin da nicht 100% von überzeugt. Kleidung holen wir von hier. Kleidung. Warten bis voll. Ah, nee, nicht warten bis voll. Aber hier warten bis leer und starten. Und der letzte, aber wichtigste Alkohol-LKW. Und der fährt zum Bierpalast. Oh. Genau wie man hier zum Beispiel nur einen Stellplatz hat, finde ich auch keine ausgegorene Mechanik. Dann stehen da... Will das Auto anliefern. Man will es ja eigentlich so lange stehen lassen, bis es leer ist. Geht aber nicht. Man kann aber auch keine Straßenladestation an die Gebäude anschließen. Die Müllabfuhr will hin. Eventuell die Feuerwehr. Eventuell ein Krankenwagen. Also so rund 100% funktioniert es manchmal nicht. Wenn saniert wird, fahren die Baufahrzeuge dahin und blockieren die Anlieferungsfahrzeuge. Manches fühlt sich halt noch an, als ob man nochmal an den Stellschrauben drehen könnte. Warum ist der Kindergarten noch nicht fertig? Bau wurde unterbrochen. Egal. Nahrung ist drin, das ist gut. Arbeiter sind drin, das ist gut. Krankenhaus ist halb drin, das ist gut. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir weiter.